Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und das ist hier das neue Spiel Party Hard 2. Ich würde sagen, es ist ein Indie-Spiel und ja, Teil 1 hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Man war, ich glaube, ein Gothic. Man wollte schlafen und die Nachbarn haben Party gemacht. Und dann hat man sie umgebracht, auf lustige Weise. Klingt komisch, ist aber so. Und es hat richtig Fun gemacht. Darum freue ich mich wirklich, euch jetzt hier Teil 2 vorzustellen und zu präsentieren. Und wir starten einfach mal. Ich habe es von den Einstellungen Audio ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, im Endeffekt wird das dann halt auch, werde ich auch gut zu verstehen sein, weil die Musik ist eigentlich bei dem Spiel, so wie bei Hotline Miami, eigentlich gar nicht unwichtig. Wenn man so im Flow ist, in so einem Kill-Flow, na, dann dancet man ab und killt ein bisschen. Na gut, neues Spiel, neues Glück. Merkmale. Was? Partysicht, Fähigkeit, Waffe, Messer und Multikill. Das sieht jetzt so aus wie der Typ hier, dieser Gothic. Der immer sehr Gothic. Beschreibung. Die berüchtigste Verbrecherfigur der Vereinigten Staaten des 21. Jahrhunderts, der Party-Hardkiller. Sowie sein Hintergrund bleiben unbekannt. Nach einer Serie schrecklicher Morde bei Partys im ganzen Land beendete der Killer seinen Amoklauf und verschwand aus unbekannten Gründen im Untergrund. Die Polizei hatte keinerlei Anhaltspunkte oder Spuren. 10 Jahre später erschütterte eine weitere Welle des Landes. Mehrere große geheime Partys wurden heimgesucht und der Polizeipräsident wurde getötet. Der maskierte, messerschwingende Killer, der dem faulen Abschaum und der korrupten Justiz keinen Waffenstillstand anbietet, ist wohl wieder auf Tour. Okay. Man hat jetzt geil verschiedene zusätzliche Gesundheit, Ausdauer, Partysicht. Ich habe keine Ahnung, was Partysicht ist. Ups. Oh, der ist gesperrt. Ein Panda. Oh, der ist ja knuffig. Was haben wir hier noch? Also wie gesagt, Merkmal Gesundheit, bessere Ausdauer, Partysicht. Ich weiß nicht mehr, was das sein soll. Multikill, Talent, Beschreibung. Verstehe uns nicht falsch, aber dieser Typ ist für die Freizeitnutzung, ja genau, zusätzliche Gesundheit, zusätzliche Ausdauer, alles Mögliche zusätzlich, außer vielleicht der finalen Filmsequenz über seinen Kopf. Aber immer langsam. Freischalten von Errungenschaften und Gegenständen ist nicht verfügbar. Los, wähle ihn aus. Wir verstehen das gut. Vielleicht willst du dich einfach nur zurücklehnen, dich entspannen, dich über die Geschichte freuen und so. Aber du kannst deinen Freunden nicht erzählen, dass du Party Hard 2 wirklich bezwungen hast. Macht aber nichts, mit der Zitze auf dem Kopf erkennt dich sowieso niemand. Geil! Ich muss sagen, bei Teil 1 gab es auch... Ach, hier seht ihr euch das Schwierigkeitsgrad. Die kann man auch mal separat auswählen. Es geht nur Mittel. Es gab eine Karte, da habe ich übelst gekämpft. War ich übelst frustriert. Haben wir schon Kaffee? Und ich würde trotzdem sagen, wir fangen mal mit Mittel an. Und Start. Ziele. Töte Dealer. Töte Sortierer. Verstecke eine Leiche. Zerstöre Armeekisten. Evakuieren. Aha. Okay. Ich hoffe, es ist eine Story-Kampagne. Kaffee ist sehr wichtig. Tabletten nicht so. Außer man braucht sie. Fühle ich mich auch manchmal. Thank you.
Wer kennt das nicht? They're like rats in this city, drenched in cheap booze and filth. They just exist, wallowing in their pathetic wardrobe. Well, guess what? It's time to exterminate them. Ah ja, man muss den DJ immer töten, ne? Episode 1, Nachtclub. 3 Wochen, was? Ja. Ach, wir sind sogar der Gothic. Ich muss erstmal wieder gucken, wie das war. Aber. Du hast eins das Messer. Ah, eh war das. Ah ja, und tanzen. Oh, 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 oh. Heb dir mal auf. Der hat ein Handy? Lauf! Kann ich Totsuit zu machen? Fuck, der weiß, wo ich bin, oder was? Nein! Petze! Petze! Elende Drecksau! Ich bin unschuldig, der hat mich angegriffen! Das kann doch nicht sein! War das Spiel so schwer? Ja, ist ja gut. Ihr habt mich erwischt. Ich wollte ja nur gucken, wie es geht. Also so macht man es nicht. Habt ihr gesehen? So macht man es nicht. So. Muss ich zu den hin? Ausweichen. Das ist ja keine Leiche. Der schläft ja nur. Okay. Ach, hier ist ein Hinweisanzeigen. Killer Help. Oh, das kann ich gebrauchen. Figuren mit roten Pfeilen über den Kopf. Wie der Punk da, sind deine Ziele. Einige von ihnen werden jedoch nicht hervorgehoben und müssen gefunden werden. Für diese Falle muss ein Opfer in der Nähe sein. Geh näher ran und tippe auf die Schaltfläche benutzen, um ihn ins Feuer zu stoßen. Und nebenbei die Mucke. Giesmesserangriff, danke. Hier Dinge, kommen sie von nah und fern. Fusel aufheben, okay. Willst du nicht auch brennen? Das nur einmal? Benzinkasten. Geil. Ach, man kann wieder Leichen verstecken, hervorragend. Wenn ein Punker mal weg ist, dann könnte man hier einen wegsnacken. Ein Dealer getötet, also die Punks sind Dealer hier. DJ, was rassistisches? Ach komm. Irgendein komischer DJ. Nein, der hat mich wieder gesehen! Krankes Arschloch. Entschuldigung, wenn ich fluche. Das denn? Aktivieren? Wo hat er mich denn wieder gesehen? Cool. Weg, weg, weg. Die Falle funktioniert nur einmal. Können wir nicht noch irgendwie tanzen? Okay, jetzt fällt wo auf. Der Fetzer kommt. Oh! Sieh mich nicht, ich tanze. I'm dancing queen. Du, du, du. Hey! Dumme Kuh. Kann ich hier irgendwie hinpacken? Leiche ablegen. Und spülen. Man konnte früher die Klotüren. Oh, ich muss ja weg. Du
Alter, wer hat das da kaputt gemacht, du? Sie hat die Polizeileiche gesehen, ne? Okay, ich bin echt eingerostet. Aber wir werden nicht gejagt, hä? Domina oder was? Eine Putze war das, okay. Aber hier gibt es hier so viele Leute, die schlafen. Ich tanze mal. Ah, die war hier. Verstecke an der Leiche, haben wir gemacht. Zerstöre Armeekisten. Okay, hör auf damit. Ja, ich hör auf damit. Voll verprügelt. Ist ja frech. Was ist ein Instinkt? Oh, Instinkt, das ist glaube ich neu. Die haben das früher glaube ich anders vorgehoben. Und das geht nur eine Zeit lang, okay. Ah ja, das ist der Typ, hier rechts der Typ ist ein Bodyguard, okay, okay. Da müssen wir gleich mal überlegen, wie wir den wegkriegen. Können wir den trinken? Ah, aber der müsste natürlich nicht in der Nähe stehen. Ich mach's einfach mal. Ich glaube, wir haben jetzt die Getränke vergiftet. Coole Party! Party hard! Yeah! Straße sollte man nicht gehen, ich will mal den Fusel nehmen. Hm. Oh. Oh. Nein! Fuck! Ich hab den Knopf vertan. Oh. Ein Opfer. Ah, das war ein Krankenwagen, glaube ich. Punker gefällt mir da nicht. Was kann ich denn damit anmachen? Fahren wieder. Vergesse mal, dass sie seitlich so gucken können. Tussi, geh mal weg da. Geld aufheben, das ist neu. Aber warte mal. Kann ich diesen Leiche aufheben? Das ist viel interessanter. Hier liegt Geld. Was kann ich denn damit machen? Leute auf die Straße locken? Nee, irgendwie nicht. Hm. Gehen wir mal zum Bodyguard da hinten. Zirkus Fabi Fauna. Mit Bojan, den Bären. Den kennt doch jeder. Bojan. So, warte mal. Was passiert, wenn ich dich da... Nee. Nimm Geld! Nimm! Was ist das? Es ist Geld! Oh. Der Kranke? Eine Krone auf, ne? Find doch hier eh keiner. Oh, was ist das denn? Leiche verstecken. Cool. Hinweis. Verstecke die Leichen. Keine Leichen. Keine Verbrechen. Dancing Queen. Habe ich schon gesagt, ich mag das Spiel. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Danke. Dann nehmen wir den auch nochmal hier. So. Wie kriege ich dich weg? Braucht einen Gegenstand. Okay. Ah, man braucht Gegenstände, um Fallen zu bauen.
Nice. Wie kriege ich den Typ da jetzt weg? Ausgießen. Jetzt brauche ich ein Feuerzeug, ne? Ey, das haben die echt cool gemacht. Also mit der Flasche haben wir ihn K.O. gemacht. Was ist das? Gasgranate. Nehmen wir noch einfach die Gasgranate. Ich weiß nicht, ob die Gasgranate die K.O. macht. Oder einfach nur tarnt. Ich hau die. Na komm. Nehme ich nichts. Oh, was ist das denn? Behälter öffnen. Und? Was ist da drin? Was ist da drin? Kondom. Nimm mal das. Können wir das irgendwie über den Kopf ziehen? Scheiße, was mache ich mit dem Kondom? Erstmal muss die Frau weg. Ich mag keine Prostituierten auf der Straße. Gehört sich nicht. Nicht in meiner Nachbarschaft hier. Oh, das war gut. Ich glaube, das ist eine Falle. Feuerzeug. Oh, Leiche verstecken. Ah, irgendwer hat da was gemacht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir könnten da den Bodyguard wegsnacken. Dann geht er mir nicht mehr auf den Zeiger. Scheiße, bleib stehen. Oh, Bodyguards. Ich habe ganz vergessen, dass diese Automaten immer explodieren. Verdammt. Das war jetzt die Chance. Spülung. Oh, können wir das Kondom mit Wasser füllen? Ja. Wasser füllen? Geht nicht. Okay, hätte ja sein können. Ich hätte es lustig gefunden. So, also hier liegt auf jeden Fall ein Feuerzeug, falls wir noch eins brauchen. Es ist schon mal kreativer als Teil 1. Oh, da sind welche. Ey, mach das an. Wieso geht das nicht? Aua. Verdammt, falsche Waffe. Mist. Wir locken ihn damit nicht raus. Können wir das Auto starten? Nee, ne? Bargeld, Messer. Sieht wahrscheinlich, dass hier können wir sie irgendwie. Upsala. Na komm, verstecken wir erstmal die Leiche. Alles muss in Ordnung haben. Oh, sie ist tot. Durch Strom. Ich will zu dieser Militärkiste, verdammt. Oh, E.T. hier? Kann man scrollen? Nee, ne? Also reinzoomen geht irgendwie nicht. Tanzen wir erstmal wieder. Muss einen Schluck Kaffee trinken. Dancing. Yeah, Mensch, Alter, bist du krass. Uhu. Okay, die mag mich nicht. Ach doch, doch, tanz weiter, Baby. Okay, mach ich. Wir wurden ja heute schon einmal verprügelt. Wir schaffen das! Yeah! Glaub ich auch. Töte den DJ! Oh! Nein! Wer hat das gemacht? Oh cool! Jemand, der in der Nähe stand, der wird jetzt verdächtigt. Und ein Polizist wurde vom Krankenwagen überfahren. Seht ihr euch das an hier? Ich liebe das Spiel jetzt schon. So, wie kriege ich diese Pfeifen da weg?
Was für einen Gegenstand brauche ich? Ganz schnell mal gucken, ja? Oh, wie kriege ich dich weg? Au! Au! Nein! Oh, jetzt haut er die alle kaputt oder was? Dann mach ich auch. Zack. Oh! Nein! Nein, das hätte ich doch nicht machen sollen! Scheiße! Ich war gerade so im Killrausch! Nochmal neu starten? Ach komm, wir machen noch einmal neu. Einmal neu. Ging ja recht schnell. Jetzt wissen wir ja, ja komm, zeig an. Danke. Den Benzinkanister, den nehmen wir gleich mal mit. Fusel nehmen. Kann ich doch einen in den Kopf werfen und den anderen töten, oder? Drei. Ah. Ja, genau. Nein. Das ist nicht so leicht, das ist irgendwie ein bisschen doof geregelt. Scheiße. Aber jetzt könnte man den Fusel anzünden. Hm. Scheißendreck, jetzt geht einer weg. Die Falle hier merken wir uns. Die war nicht schlecht. So. Vielleicht kommt der Typ nämlich gleich nochmal hier vorbei, dann können wir nämlich killen. Ah, hier ist ein Wasserkanister. Nehmen wir mal die Leiche und hauen ab hier. Oh, ich habe ihn nicht durchgekriegt. Na gut, dann habe ich ihn doch weggepackt. Wegpacken. Nehmen wir den auch nochmal mit, bevor die Bullen kommen. So. Leiche haben wir versteckt. Töte Dealer. Das war doch kein Dealer. Den nehmen wir jetzt nicht mit. Oh, da ist noch eine Kiste, sehe ich jetzt gerade erst. Hier sind auch überall Kisten, ey. Da kriege ich nicht auf, oder was? Oder nur die blauen. Gasgranate. Nehmen wir doch mal. Jetzt muss das Bunny da hinten verschwinden. Danke. Nein! So, läuft schon mal besser. Jetzt haben wir Benzin. Und mit dem Alkoholflaschen Flaschen kann man bestimmt auch anzünden. Nehmen wir mal die zwei und gießen wir mal ein bisschen. Oh ne, wollte ich doch nehmen. Zwei und hier. So. Ach so, falsche Waffe. Schade, Benzinkanister ist schon leer.
Ah, jetzt haben wir Pillen. Also wollen wir nicht über den Weg laufen. Auch wenn es ein dicker Bulle ist. Aber die sollte man nicht unterschätzen. Bulle ist Bulle. So. Was können wir mit den Pillen machen? Jukebox kaputt machen. Oh, hier wird's lauter. Ja, man kann sie damit, glaube ich, auch auf die Tanzfläche holen. Ah, wir können hier wahrscheinlich... Warte mal ganz kurz. Kann ich das fallen lassen? Ich will den Behälter nehmen. Wasser kann es dann nehmen. Den füllen wir mit Wasser. Ne, die Nummer 2 mit Wasser füllen. So. Dann. Schnell weg und fallen lassen. Abkürzung nehmen. Ah, schade. Den anderen haben wir nicht mitgekriegt. Läuft da rein? Ja, er läuft rein. Und die auch. Und der auch. Cool. Cool. Der auch. Und der auch. Party. Ist das makaber, wenn ich das Spiel cool finde? Also noch mehr, Junge. So, das war mein Problem. Diese da. Dealer. Wie kriege ich die am besten weg? Ich versuch's mal mit der Gasgranate. Irgendwie bringt die gar nichts. Da muss ich mir noch eine Flasche suchen. Ich glaube, in der Flasche hat man den kaputt gekriegt. Ich will nur warten, bis die Polizei weg ist. Oh, die haben jemanden überfahren. Oh, ein Dealer. Jetzt muss nur die Dame unten weggehen. Und dann... Geh mal weg, da Kleine. Geh mal weg da unten. Geh mal nach Hause. Geht doch. So, 4 Dealer getötet. Töte Sortierer. Töte Armeekiste. Der Sortierer sind wahrscheinlich da rechts und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Wir brauchen kein Geld. Das können wir fallen lassen. Bewirf die Kleine da einfach mal mit nochmal. Aber ich glaube, interessiert keine Sau. So, ich hoffe, die Stromfalle gilt jetzt nicht mehr für mich. Ah ja, und wenn dir diese einen Krankenwagenleute kommen, die machen aus den Leichen einfach nur Säcke und transportieren die irgendwie nicht weg, warum auch immer. Oh, Behälter. Was haben wir da? Adrenalinpille nehmen. Wow. Jetzt haben wir verschiedenste Sachen. Leiche verstecken. Da ist ein Mülleimer. Und da oben ist ein VIP-Bereich. Okay. Bisher habe ich meine Leiche noch immer gut versteckt. Also. Die lebt ja immer noch. Passiert mir nicht 3 Drücke. 2 waren Pillen. Kann ich hier welche verabreichen? Nö. Kondom, nee, lass mal. Das
schläft. Oh, wir kommen in den VIP-Bereich. Wasserpfeife anzünden. Mhm. Ah. So kommen wir. Ah, weg da. So, jetzt haben wir schon mal zwei Sortierer getötet. Ich glaube, so ist er beschäftigt, oder? Jo. Chemie mache ich jetzt nicht. Das ging ja letztes Mal gleich hoch. Ist ja voll uncool. Mixst du auch mal was? Das ist gut. So, das haben wir auch. Jetzt nur noch die Armeekiste. So, wie kriegen wir diesen Typ da weg? Wie kriegen wir den da weg? Hilft mir die Adrenalinpille was? Ne, den Chemietisch lass mal in Ruhe. Ich nehme mal Instinkt. Da ist ein Schrank, da sind Fässer und da ist ein Notbier. Ja, toll. Schauen. Bär bricht aus, ein Zirkus aus, cool. Oh, Molly. Warte mal, was. Oh, Molly. Molly ist gut. Mission complete. Was? Eine Kiste lebt noch? Wollt ihr mich verarschen? Eine Kiste lebt noch. Ihr wollt mich echt verarschen. Und der Typ checkt da nichts. Blend. Molly. Drei. Zielen. Es ist aber noch so ein bisschen einfach, ne? Es wird später noch viel komplizierter. Definitiv. Komm, hau raus da. Yes, jetzt haben wir aber. Evakuieren. Wasserpfeife. Wasserpfeife. Was für eine geile Party. Oh, ein Bull ist hier auch gestorben. Polizist, Entschuldigung. Yes! Wir haben es geschafft! Die erste Party ist unser! Macht Spaß! Also mir macht's Laune. Ist natürlich ein bisschen makaber, das Spiel. Aber es macht Spaß! Man muss so ein bisschen sneaky peeky irgendwie durch, dann die wichtigen Leute killen und ich finde die Fallen interessant und ja, auch dass man jetzt Sachen kombinieren kann, das gab es vorher glaube ich so nicht und dass man jetzt noch andere Gegenstände in die Hand nehmen kann und was man auch immer mit diesem Kondom machen kann, das würde mich auch nochmal interessieren. Ja, so viel dazu. Wenn es euch gefällt, schreibt es in die Kommentare, gebt den ganzen Like, dann mache ich davon mehr Videos. Ansonsten wird es vielleicht doch eher ein angezockt Video. Ich weiß es noch nicht. Ich schau mal. Mich würde generell interessieren, ob das Spiel Party Hard euch interessiert. Wenn ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Macht Party, aber nicht zu hart. Haut rein. Ciao.